So, hallo und einen wunderschönen guten Abend euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind mal wieder in der Reise unterwegs. Und ja, wie der Titel es vermuten lässt, ich habe keine Ahnung, wo wir waren und was wir gemacht haben. Und da gucken wir heute mal nach. So, erstmal, wer ist alles da? Hallo Tron, ich grüße dich. Hallo Sebi. Dann hallo Kerstin, hallo Daniel und hallo Schumchen. Schön, dass ihr da seid. Ja, einen Sonntag gehabt. Marv und ich waren vorhin hart am Forest zocken. Ah, den neuen Teil schätze ich dann mal, ne? Ja, ich habe da zwischendurch auch schon reingeguckt gehabt und fand es auch sehr spannend, muss ich sagen. Sah auf jeden Fall sehr cool aus, das Game. Ist ja sowieso momentan auf Twitch sehr viel unterwegs, das Spiel. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Hallo Carsten, ich grüße dich. Guten Abend, liebe Onisotis. Vielen Dank für dein Abo im 19. Monat schon. Vielen lieben Dank, Carsten. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Und vielen Dank. So, ja. Nee, ist tatsächlich so. Ich habe gerade gar keinen Plan, wo wir waren, was wir gemacht haben. Es ist ja auch mittlerweile... Boah. Ja, wie lange ist es her? 3 Wochen ist es ganz locker her. Also schon jede Menge Zeit dahinter her und ja, gucken wir mal, was denn so Phase ist. Ich sehe gerade, dass da zwei Raketen sind tatsächlich unterwegs. Ja, Harrys Traum und die rosa Hölle. Und dann schauen wir mal gleich, die sind auf dem Weg nach Hause. Die müssen wir dann neu beladen für... was haben wir denn da ausstehen? Die grüne Hölle, Mark Mora und Heferila. So, das ist die grüne Hölle. Heferila, ist das mit den Moos? Ja, und Mark Mora, da habe ich noch sehr viel Angst vor. Da gibt es nämlich nicht viel. Da gibt es einfach nicht viel, außer Arschheiß. Ja, ansonsten gucken wir mal, was hier so Phase ist mit unseren Hatches. Läuft das hier mittlerweile wieder? Mehr oder weniger. Ich glaube, wir müssen mal wieder Magmatit drüber jagen. Das sieht hier mittlerweile ziemlich dürr aus mit dem Magmatit für die Steinhatches. Also, jagen wir mal wieder einen ganzen Arsch vorüber. Magmatit. Auch auf die bitte. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch genug hier haben. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, wir haben noch genug. Wir haben ja auch jede Menge ausgegraben hier. Das können wir ja ruhig mal in Erfahrung bringen. Magmatit. Ja, ja, noch ein bisschen was. Das ist dann ungefähr das Letzte, was wir haben, was wir denen zum Fraß vorwerfen können. Ansonsten geht es weiter wieder mit Granit oder so, was wir denen zum Fraß vorwerfen, die kleinen. Viel Fraße futtern einfach alles auf. So, unsere Raketen sind zu Hause angekommen. Und ja, dann würde ich sagen, räumen wir mal aus, ne? Alles aufräumen. Wir haben dann auch hier unsere Schubwühlmäuse dann mittlerweile hier drin. Und auch das Regolith. Und dann könnten wir eigentlich anfangen, die auch zu zähmen, damit wir hier mal irgendwie eine andere Fleischquelle kriegen, außer Hatches. So, dann können wir hier auch aufräumen. Aber wir können hier auch mal wischen. Irgendjemand hat da hingepieselt. Ja, ansonsten, was gibt's Neues, ihr Lieben? Bei euch? Bei mir kann ich euch garantieren, gibt es heute um roundabout 21 Uhr nach der Pause eine ja, Info für euch zu einem wichtigen Termin. Das kann ich schon mal verraten. So. Eine Blaupause. Ein Sweetleier. Können wir die hier gebrauchen? Weil wir haben hier kein Dingens, ne? Wir haben hier ja gar keinen Schwefel. Conny gibt eine Party.
So, ja, so ungefähr, könnte man sagen, ja. Doch, passt ganz gut, Carsten. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ach komm, noch mehr Viecher für den Zoo. Hallo Dio, ich grüße dich. So, wir können auch mal ein bisschen schneller stellen, solange das Spiel das mitmacht. Okay, Sauerstoff wird hier immer noch ausgeleert. So. Juhu, wir werden alle eingeladen. Ja, das auch. Ihr werdet sowieso immer eingeladen. Ja, Schuppelmäuse. Ich glaube, wir machen das mal so. Das Teil hier stellen wir um. Das Ding hier machen wir mal aus. Genau wie das hier. Ich kann das mal alles weg. Dann zerlegen wir den Schund hier. Haben wir noch Obsidian? Ne? Ein bisschen haben wir noch was. Sehr schön. Und dann werden wir jetzt hier einen kleinen Mäusebunker hinbauen. Schon lange her, dass ich so ein Teil gebaut habe. Und da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen überlegen, wie wir es am sinnvollsten gestalten. So, schnappt ihn euch. Kann nicht wahr sein, dass der immer noch rumrennt. Wir machen jetzt einfach mal bis nach hier hinten durch. Dann können sie uns auch nirgendwo entwischen, die kleinen Racker. So, ja, eigentlich stimmt das soweit schon alles. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Vielleicht müssen wir es aber doch noch mal ein bisschen größer machen, weil ich hier zwei Minenroboter gerne unterkriegen würde. Das heißt, wir müssen doch noch mal einen weiter nach rechts. Dann machen wir hier die Zucht, die Weiterzucht hin und hier haben wir dann zwei, drei Mäuschen, die wir dann tatsächlich hier einfach nur füttern. Wobei ich nicht weiß, wie viel Regolith wir mitgebracht haben. Die sind ja schon ordentlich am Wegfuttern. Oh wow! Oh wow! Die denken nie mit. Nie. Haben die alles hier hingeschmissen. Die kleinen Racker. Furchtbar. So. Wie viel Erde haben wir denn noch hier? 28 Tonnen, das ist nicht so viel. Bedeutet, wir werden dann erstmal Regolith hier verfüttern. Und anschließend müssen wir mal gucken, ob wir dann genug haben oder nicht. Ich glaube, wir werden mal nur mit einer anfüttern. Und die anderen werden wir dann hier nebenan hinpacken. Und dann bleiben die halt einfach wild. Stationen. Also, wir brauchen hier zwei Minenroboter. Es ist wirklich lange her, dass ich Schupfelmäuse gehalten habe. In der Trimageddon-Kolonie muss ich das auch nochmal machen demnächst. War zumindest mein Plan, da auch mal auf Schupfelmäuse zu gehen.
Hallo Frank, habe ich was verpasst? Nö. Eigentlich hast du nichts verpasst. Ich will nur mal überlegen, wie wir das gerade hier machen. Ich will mal überlegen, ob wir das auch so machen wie mit den Brutschränken hier. Oder ob wir quasi durchgehend bebrüten. Ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Das sind die Eiergeschichten, ne? Ja. Das ist eine Brücke. Das heißt, wir können hier lang gehen. Und so. Was? Conny gibt eine Party? Nein. Aber so ungefähr. Also nicht so wirklich. Aber Carsten hat gedacht, er sagt mal, dass es eine Party gibt. Ich hab gesagt, sowas Ähnliches. Es ist keine Party. Aber wie gesagt, ihr erfahrt dazu alles um 21 Uhr. Roundabout. Nach der Pause auf jeden Fall. So, und dann können wir hier schon mal sagen, Schubelbaus. Da. Und wir sagen Regulit. So, und dann können wir hier auch schon mal sagen, Tier ist eine Wühlmauswelpe oder eine Schubwühlmaus. Maximal ein Tier. Überschuss einfangen. Das können wir hier auch einstellen. Dann sagen wir hier aber Arschviele. Und Überschuss brauchen wir nicht einfangen. Also Grillfest bei Conny. Hä? Ja, so habe ich das gemeint. Nicht. Das müssen wir tatsächlich hier ein bisschen anders machen. So. Das Problem ist, wenn wir nicht ein Ei benutzen zum Bebrüten, dann funktioniert das hier nicht automatisch. Dann müssen wir immer manuell mit reinspielen. Deswegen machen wir es hier doch mit einem Brutschrank. Weil vom Brutschrank aus holen die Dupes das immer auch raus und dann bringen die das direkt in die passende Dingens rein. In den passenden Raum. Grillfest bei Conny. Euch geht's gut, ne? Grillfest. Das, ihr wisst schon, dass ich weit weg von euch wohne, ne? So, wir haben ja auch hier schon was drin. Dann würde ich sagen, können wir doch schon mal eigentlich die Viecher einfangen. Nein, falsch. Ja. Einfangen. Oh, es sind mittlerweile mehr geworden. Wir könnten eine Fahrgemeinschaft machen. Nein, nein, nein. Da rücken wir ein Wochenende bei Conny ein, genau. Ihr wisst schon, dass ich wieder bei meinen Eltern wohne. Ich glaube, die erzählen mir was anderes. Hallo Frau Ziller, ich grüße dich. Da muss noch ein Ding inzwischen. So. Habt ihr euch denn schon alle die neue Trimageddon-Folge angeschaut, die heute bei Jesse gestartet ist? So, grünes Signal unter 1. Ah.
Ach, im Karten campen geht auch. So groß ist der Garten hier nicht. Ja, obwohl. Ist nicht so. Mit übereinander stapeln, so 20 Leute gehen bestimmt. Kommen die Mäuschen hier an? Oder lasst du die gleich auf den Weg fallen? Ich kenne das Spiel schon. Das hat schon mal ein Duplikant gemacht, der das sehr witzig fand. Was ist denn, dass der Mod nicht kompatibel ist? Oder habe ich den Mod aus? Ich habe den Mod aus, so eine Scheiße. Also wie bei Jesse im Bett. Hä? Wie kommst du da drauf? Didi, hallo, ich grüße dich und alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Warum zur Hölle habe ich hier... Irgendwie habe ich den Mod nicht an. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Bauen. Das Material nicht, oder was? So. Warum wird das hier nicht gemacht? Achso, ich glaube, ich habe keinen Mechatroniker mehr, ne? Ich glaube, der ist das letzte Mal irgendwie hops gegangen. Irgendwas war da. Ist Frank nicht gestorben? Da war was, Verdorri. Ich hab noch einen Mechatroniker und der ist nicht da. Didi. Didi ist, glaube ich, auf Inverellin. Ah, shit, ey. Okay. Manfred. Wie weit ist Manfred denn? Manfred ist auch auf Inverellin. Scheiße, nochmal. So, Jesse, Dio, Michima, Kerstin, Didi. Jesse. Wo ist Jesse? Hä? Da. Und Jesse ist nicht dafür da. Dio. Dio ist auch nicht dafür da. Wir haben auch nur noch drei Leute, die bauen können, ne? Michele und Manfred. Manfred ist halt nicht da. Und Michele? Michele ist da. Michele ist so ein super-duper-Talent. Dem geht's jetzt schon nicht so gut. Er greift die Regel, es darf nur einen Ari geben. Ich glaube nicht. Okay, ich glaube, Michele müssen wir dann aber mal scrubben. Aber Michele könnten wir mal rüberholen. Dann wird Michele unser neuer Mechatroniker. Das würde ihn tatsächlich auch sehr freuen, denke ich. So. Michele. Da. Ja, und dann wird Michele wohl auch den Platz von Frank einnehmen müssen auf großer Fahrt. Irgendwie brauchen wir halt noch Leute, die bauen können. Also wir suchen immer noch einen Duplikanten, der bauen kann und am besten Mechatroniker ist, der dann wieder ein Frank werden kann. Ein Frank 2.0. Das wäre eine super Sache. So, Michele, dann einmal hier rein bitte. Ansonsten, die Leutchen, wie geht's euch? Was habt ihr heute alles so Schönes gemacht? Da, eine Mini-Welpe. Genießt das Leben, irgendwann wirst du zu Fleisch. Geh los. Bewegen Sie sich. So, ich bin verwirrt. Irgendwie müssten wir noch mehr von den Viechern haben. Da, sind doch noch zwei. Warum fängt die denn niemand ein?
Viehzucht-Skill, den haben wir definitiv. Bei uns war Schneeeinbruch. Ach du Scheiße, ey. Ich bin froh, wenn das jetzt mal wieder wärmer wird. Ja, wieder Schnee. Gar keinen Bock drauf. Es gibt schon Schöneres. Die werden wir übrigens auch mal wieder betanken mit Sauerstoff. Für den Fall, dass wir unvorhergesehen doch nochmal wieder los müssen, wegen Notlandung und so, haben wir dann mal auch eine Rakete einsatzbereit. Das ist Phase bei euch. Könnt ihr nicht einfach mal jetzt die Schubfühlmäuse holen? Ihr gammelt hier rum und tut nichts. Wieso? Ich stehe da irgendwie nicht rein oder so? Alle. Und alle. Keine Schutzanzüge mehr? Doch. Ist auch noch genug. Jemand einen Plan, warum da nichts passiert? Auch hier, hier wird nicht gewischt. Haha! Da war was. Das ist wieder so ein Ding, was halt nur Kacke ist mit dem, mit den Schutzanzügen. Will ich auch nie wieder anmachen. Der letzte Scheiß. So, dann soll das jetzt wohl vielleicht funktionieren. Da sind noch keine Schutzanzüge drin. Da nur der eine von Heidi, die jetzt die Pipi von jemandem aufwischen muss. Obwohl, das könnte auch Heidi gewesen sein, von daher ist das okay. So, jetzt holen die auch mal den ganzen Stuff da raus. So, und dann ist die Frage, ihr Lieben, wo fliegen wir als nächstes hin? Also, zur Auswahl steht noch die grüne Hölle, Heferila und Magmora. Magmora machen wir als letztes. Also das ist der größte Scheiß und deswegen machen wir das als letztes. Warum sind die jetzt wieder nicht, hä? Waren die nicht vorhin in den anderen? Keine Ahnung. Los, fangt sie an. Grüne Hölle, schreibt Frau Zilla. Wer ist denn jetzt eigentlich so alles wiedergekommen? Das war die Kraffel, Heidi, Didi und Mu Raketen. Hallo Grandma B, ich grüße dich. Ich bin auch für grüne Hölle. Grüne Hölle, hype, hype, hype. Oh Gott. Grüne und Hölle und ich haben eine Vergangenheit. Ich hab da ein bisschen Angst vor. Okay. Wir wollen die grüne Hölle. Dann schauen wir doch mal. Wir zerlegen mal eben das Moped hier. Wenn wir hier, liegt ja auch noch ein bisschen Stuff. Dann können wir direkt auch schon mal vielleicht das ein oder andere. Wir lassen es mal liegen. Gott, wenn ich deine Base sehe, ich bin voll der Noob. Okay. Das ist ja auch voll die tolle Base, die ich hier habe, Grandma B. Die ist total super geworden. Da bin ich auch ganz stolz drauf, auf diese tolle Base. Nein, das ist eigentlich nur wirklich so ein Hingefuschel alles hier. Das ist tatsächlich eher furchtbar. Ich hätte gerne jemanden, der bauen kann. Also so richtig bauen. Nee. Schauen wir weiter. Kriegen wir am besten Frank zusammen, der auch ein bisschen was könnte. Grüne Hölle klingt nach viel Schleim. Ja, auch. Aber die hieß Grüne Hölle, weil sie aussah, als wenn sie ganz easy ist. Und dann bin ich da damals gelandet. Und dann war das eine tickende Zeitbombe, weil die Magma-Barriere kaputt war und die Duplikanten bei lebendigem Leibe gekocht wurden. Deswegen heißt sie grüne Hölle. Es war furchtbar. Und zu der Zeit, als das passiert ist, hatte man die Möglichkeit, nur mit einer Rakete einen Weg dahin, auftanken und wieder zurück. Das heißt, wir waren gezwungen, einige Zeit dort zu verbringen.
Gutes. Mit dem Schwanz wedeln. Die beiden verliebt, die gucken sich so an. Schon ein bisschen, oder? Machen Hunde doch auch so. Stehen sich gegenüber. Und wedeln mit dem Schwanz. Okay, dann geht's wohl zur grünen Hölle. Grüne Hölle ist ein Gärtner-Albtraum, so kann man sagen. Hallo, Todsenkel, ich grüße dich. Gut, was wissen wir denn über die grüne Hölle? Wir wissen, wir haben Metallerz in Form von Goldamalgam. Wir haben jede Menge Algen, so wie es aussieht. Wir haben Schleim, wir haben verschmutztes Wasser. Also gehen wir mal davon aus, wir brauchen weder Wasser, noch Sauerstoff, noch Erz. Sehe ich das richtig oder hat jemand noch Einwände? So, was hier tatsächlich problematisch werden könnte, ist Rohmaterial. Ich sehe nämlich nur mal nur so ein bisschen Sedimentgestein. Es gibt auf jeden Fall Puff zu essen für den Notfall. So, und dann würde ich sagen, planen wir mal, was wir denn mitnehmen müssen. Habe ich nicht gesagt, die soll das hier zerlegen? Ich glaube, wir deaktivieren das auch mal. Das geht mir ein bisschen auf den Keks, dass es hier so lange dauert. Noch Glück gehabt. Die sind noch beide mit dem Schutzanzug raus. So. Ich sag doch Schleim, ja. Hallo Piet, ich grüße dich. So. Und dann werden wir jetzt mit Hilfe dieses wunderbaren Mods werden wir dann jetzt hier unseren Stuff planen. Freue mich sehr drauf. Also diese Mod ist einfach unfassbar toll. Verstehe noch gar nicht, warum ich die im Hauptspiel noch nicht aktiviert habe. Die ist schon sehr cool. Manten DLC hat es halt einen massiven Vorteil, ne? Dass man da einfach bei den Lagerbehältern einstellen kann, was man haben möchte. So, also, wir planen mal ein wenig. Salz brauche ich nicht. Das habe ich beim letzten Mal mitgenommen. Belliger, hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für dein Abo im 8. Monat. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Die beiden Artefakte aus den Raketen rausschmeißen und analysieren. Analysieren? Also ja, können wir tun. Habe ich schon mal was analysiert? Weiß es nicht. Aber ja, das machen wir natürlich gestern. Das habe ich so auch vorgesehen. Wo analysieren wir die denn? Da. Ich wusste doch, wir haben da jemanden. Nee, wir hatten da was für. Aber ich habe mich doch geweigert, jemanden mit Meisterwerk-Fähigkeiten zu nehmen. Ach, scheiße, jetzt müssen wir ernsthaft so einen blöden Künstler oder was zunehmen. Ich will keinen Künstler. Ich habe auch einfach wirklich noch keinen, ne? Scheiße, ne. Wir haben aber 5 Leute, die grillen können. Man muss auch mal Prioritäten setzen, oder? Wie seht ihr das? So, ist der Kraffel eigentlich hier? Kraffel, könntest du nicht mal so temporär unser Künstler-Heini werden? Irgendwas gegen Keime mitnehmen? Kann wer Medizin? Ach, fuck. Keime, ein bisschen husten, das ist ja Wurst. Mach dich selbst zum Künstler, ich bin gar nicht da. Und ich werde auch niemals der Künstler sein. Das will ich nicht. So, Kraffel, du bist da. Ja, klasse, dann schmeißen wir Kraffel mal in den... Obwohl, das kriegen wir hin. Hier, so. Leimlunge ist lächerlich, genau.
Also, ja, lächerlich jetzt nicht, aber wir werden da nichts großartig für tun. Das ist doch das richtige Moonbett hier, oder? Ich glaube, ja. Ich hätte das noch nie gesehen. Aha. Also die Maschine knackt dagegen mit so einer Bürste und Kraffel steht jetzt daneben und hat so einen Mähpinsel in der Hand und tut da mal ein bisschen drüber wedeln. So den Staub darunter machen. Aha, aha, aha. So läuft das also. Dark. Guck mal, wie behutsam Kraffel da auch immer mit dem Pinsel da dran geht. Ach, herrlich. Sieht vor allen Dingen aus wie Nokia. Das kann das sowieso aushalten. Da brauchst du nicht so behutsam sein, Kraffel. Freiheit für die Schleimlunge. Auch Schleimlungenkeime haben ein Recht auf ein gefülltes Leben. Mhm. Ja. Von mir aus. Hä? Seid ihr die ein bisschen kaputt? Nee. Ah. Artefakt analysiert. Ein Artefakt aus einer vergangenen Zivilisation wurde analysiert. Seltsamer Ziegel. Dieses Schnurlostelefon hatte einst eine direkte Verbindung zu einem unbekannten Ort, an dem seltsame Stimmen aus der Ferne zu hören waren, die man aber nicht verstand und mit denen man auch nicht interagieren konnte. Obwohl Gravitas viel Geld ausgab und jahrelang versuchte, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, wurde das Rätsel nie gelöst. Aha. Okay. Da bin ich mal gleich gespannt bei dem blöden Waschbecken. So. Also, was nehmen wir mit? Ich habe hier stehen 5 Tonnen Magmatit, 6 Tonnen Erde. 5 Tonnen Eisen, 2 Tonnen Erz, 2 Tonnen Stahl, 2 Tonnen Glas, 500 Kilo Plastik. So, ich glaube, Erde möchte ich anpassen, da werden wir ein bisschen mehr von mitnehmen. Erz können wir eigentlich rausschmeißen. So, und dann der Kleinscheiß noch. So, Schilffasern. Dornbeerensamen, Mehlholzsamen nehmen wir noch mit. Sonst noch was haben? Ja, ich lagere das jetzt erstmal ein. Bei wie viel Kilo bin ich denn dann? 11, 16, 18, 20. Ja, noch rund 5 Tonnen über. Machen wir 8,5. Erde und 7500 Eisen. So. Heißt, wir fangen mal an mit, ne, jetzt brauchen wir nicht 5 Tonnen Magmatit, falls wir das noch haben. Magmatit. Kontrolliert. Enable partitioniertes Storage. So, 5000. Ich liebe den Mod. Dann 8500 Erde. Dann 7500 Eisen. Und dann machen wir in der rosa Hölle das andere. Bei edelstes Metall war immer klapp. Ja, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen mehr mitgenommen. Aber wir haben ja auch Erze da genug. Dann können wir zur Not auch noch welches herstellen. So, dann auch hier partitionieren. Und wir nehmen mit hergestelltes Material. 2 Tonnen Stahl. 2 Tonnen Glas. 2 nehmen wir eine Tonne Plastik mit. Mehlholzsamen, Dornbeerensamen. Dann machen wir 50. Ich weiß nicht, ob das 1 zu 1 mit Kilo waren.
Wir haben hier keinen Saft. Der Faser, warum haben wir keinen Strom? So, und Schilffasern brauchen wir noch. Industrielle Zutat. Da machen wir 100 Schilffasern. So, was ist hier Faser? Warum haben wir keinen Saft? Haben wir wirklich keinen Saft oder... Wo ist denn hier eigentlich unser Strom? Wir haben Saft. Wo ist das Problem? Da ist das Problem. Ne, da müssen wir eigentlich Wolfram mitnehmen. Wolfram. Wir müssen hier sowieso noch anpassen, ne? Wir brauchen hier nämlich noch die Lande. Hier das Landemoped. Da auch. Aber weil wegen die Monks machen wir den einen da unten. Sporenblütensamen mitnehmen. Ja, ist eine gute Idee, Didi. Hallo Sunny, ich grüße dich. Ist eigentlich die Temperatur auf der grünen Hölle? Heiß. Vermutlich. Nö, es geht. 33 Grad. Es geht. Es geht. Falls es Pips gibt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Temperatur ist. Werden wir sehen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. So, wie lange müssen wir denn hier noch eigentlich bleiben? Der hat mich auch mehr Nerven gekostet, als ich erwartet habe, dieser Asteroid. Okay, da müssen wir noch 35 Zyklen bleiben. Ist hier noch alles tutti? Okay, Sauerstoff haben wir. Essen sieht gut aus. Irgendwie wird das hier nicht fertig. Ist das wichtig? Schon? Da hängt unsere Sauerstoffversorgung dran. Nicht so cool. Dann müssen wir wohl mal ein bisschen graben und uns ein bisschen Kupfer organisieren, glaube ich. So. Falls es Pips gibt, ja. Hättest du Spaß dran, ne? Verstehe ich das so richtig, Didi? So, Schiebwürmer-Produktion läuft, ja. Das sieht gut aus. Wie geht's dir, ha? Zahm, mürrisch, aufgeregt. Siehst, hier hört er einen Duplikanten nach ihm rufen, nur sehr aufgeregt. Gab's das schon immer? Alter 85. Tudum. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen... Ich muss da gleich unbedingt in der Pause auch noch den No Manual Delivery Mod anmachen. Irgendwie habe ich den aus. Ich weiß aber nicht, warum. So, wie viel Regolith haben wir denn jetzt hier? So. Regolith. Ist jetzt nicht so ewig viel. 30 Tonnen. Hoffen wir mal, dass wir davon einen ganzen Arsch schon kriegen. Haben wir genug? Ja, haben wir. Dann setzen wir das vielleicht mal wieder auf Steinhedges. Wir müssen aber die Automatisierung noch anpassen. Halt schon.
Was hat denn der Drucker für uns? Vielleicht einen neuen Schienenathletik. Sternäugig. Dieser Duplikant liebt es, im Weltraum zu sein. Okay. Noch nie gelesen. Ich hätte gerne jemanden mit Maschinen und Bauen. Ist das denn so schwer? Gibt schon länger, ja. Und das kann nur sein, dass es den länger gibt. Habe ich nur noch nie gesehen. Sieht ja ein Slicky an irgendwo. Ja, eigentlich habe ich hier irgendwie nirgendwo. Inverellin ist bestimmt warm genug dafür. Oh, wir könnten hier auch einen. Ach nee, ich darf hier noch gar nicht drucken. Aber wir können ihn trotzdem hier hinstellen. Dann vergesse ich das nicht. Wieder. Zum 20. Mal. Ich kann dazu, als Pi und so eingeführt wurden. Oh, okay. Sicher? Dann kenne ich es definitiv noch nicht. Wird auch vorher noch nie gehört. So, Kupfer. Haben wir denn hier? Ja, haben wir. So, 20. Und Frau Ziller, hast du dir schon ein neues Betriebssystem drauf gemacht, damit du demnächst wieder Pharao spielen kannst? Nee. Da-da-da. Strom. Hallo Jesse, grüße dich. Na, wie schaut's? Hast du deine OP gut überstanden gehabt? Warst ja gestern auch schon beim Safti. Wir nehmen noch mal was für unseren Zoo hier, komm. Und Slicky. Oh, schaut ihn euch an, den Kleinen. Wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal ein Dingens. Weil da war noch definitiv ein kleines Ei von den Schubbelmäusen. Wie ist durch und alles gut gegangen? Sind seit heute Mittag zu Hause, jetzt muss es nur noch heilen. Und wie geht's euch? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Um 9 Uhr gibt es was zu bekannt zu geben. Da freue ich mich sehr drauf. Bin sehr gespannt, was die Damen und Herren denn alle so zu sagen haben dazu. Wieso graben sich die Mäuse nicht raus? Haben die was geändert? Nein, Pete. Ich habe einfach dafür gesorgt, dass sie nicht rausgraben. Das sind Obsidian-Ziegel. Und pneumatische Türen, da kommen die auch nicht durch. Also die kommen da nicht durch. Zumindest sollten sie das nicht. Theoretisch könnten sie hier noch wieder irgendwie ein Ei reinlegen oder hier reinkotzen oder da reinkotzen und dann ist vorbei, aber... Ja. Ich kann nicht versprechen, dass ich Trimageddon bis Sonntag aufgenommen bekomme. Dann ist das so, Jesse. Sidian und Metall kommen sie nicht durch. Ja, sie kommen durch einige Sachen nicht durch. Sie kommen durch alle. Na, wie war das nochmal? Mit den härteren Härtegraden kommen sie nicht durch. Also, wo sie auf jeden Fall nicht durchkommen, ist Abyssalit, Diamant, Obsidian. Veredeltes Metall und
glaube Wolfram bin ich mir. Der Wolfram bin ich mir gerade nicht sicher. Wolframit. Ne, Wolframit war bei Pips. Ich glaube bei den Schubwimäusen ist es egal. Und pneumatische Türen kommen die sowieso nicht durch. Da ist das Material auch egal. Also gibt's jetzt keine Eier mehr da drin, oder? Ist das jetzt auch alles schon drin hier? Also 100 Schilffasern ist richtig. 2 Tonnen Glas ist richtig. 1000 Kilo Plastik ist richtig. Mehlholzsamen ist richtig. Stahl. Aber hier sind nur 5 Sachen drin. Irgendwas fehlt. Dornblütensamen fehlen. Haben wir keine mehr? Das wäre ja schlecht. Wie sieht's hier aus? Erde 8,5 Tonnen. Eisen 7,5. Wir haben kein Magmatit. Okay. Den Rest können wir dann schon mal aufrollen. Das heißt, es fehlt gar nicht mehr so viel. Da! Ist geschlüpft, deswegen. Die Maus ist aus dem Ei geschlüpft. Ja, du hast recht. Können wir das Teil hier auch wieder zerlegen. Aber auf Urania haben wir es doch jetzt vorbereitet, ne? Ja. Dann sollte jetzt Magmatit gleich wieder verfügbar sein. Der Dornbeerensamen. Weiß ich nicht, haben wir denn gar keine gehabt, oder? Ups. Dornenbeere. Nö, wir haben da keine mehr hier. Ja gut, dann ist das so. Interessant wäre ja auch tatsächlich auf dem Dingens, ob wir nicht auf Pilze gehen können, ne? Ich weiß gerade nicht, ob wir mit Pilzsamen hier, Spitzsporen. Nein. Hat sich das erledigt, aber wir finden die da bestimmt. Also das wäre ja noch eine Option, ne? Ich weiß gerade nicht mehr, was sie brauchen und welche Temperaturen. Pilz. Ja, die heißen ja auch Dämmerkappe. Dämmerkappe. Bis 35 Grad. Das heißt, da hätten wir nochmal 5 Grad mehr. Braucht halt Kohlendioxid. Und als Dingens Schleim. Ja, okay. Das wäre auch mal was Neues, ne? Und was anderes. Und das könnt ihr vielleicht bei Urania sonst auch noch hinhauen. Ach, bei Urania. Bei der grünen Hölle. Ich denke mal, hier wird es. Gehe ich zumindest von aus, dass wir hier auch Dämmerkappen finden werden. Vielleicht. Haben wir denn woanders noch welche? In Yen oder Sandalle? So, hallo Schlappohr, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Also ein Dalle hatten wir vielleicht welche. Da hätten wir zumindest welche kriegen können. Ja. Ja, na ist das so. Ich denke, wir werden da auch schon wohl welche finden. Ansonsten müssen wir halt improvisieren. Das können wir ja mittlerweile ganz gut, ne? 5 Vulkane auf einem Fleck, nett. Ja, das ist tatsächlich ganz cool an dem Asteroiden, ne? Sind sogar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. War nicht sogar noch einer? Ja, 7 da.
Ja, weiß nicht, das finde ich auch ein bisschen doof, irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, im DLC. Was soll das denn so? Hä? Ich meine, ist ja an sich auch mal ganz cool, aber da kann man doch irgendwie besser verteilen, oder? Also das ist... Weiß nicht, ey. Das sind einfach 7 Vulkane hier auf dem Asteroiden. Da kannst du einfach einen Dampfraum machen von links nach rechts rüber, ey. Ja. Woanders suchst du vergeblich nach Metall. Ja gut, ist wahrscheinlich aber auch extra so darauf ausgelegt. Wenn man jetzt nicht mit einem Classic spielt, dass man die Sachen dann halt auch sehr sehr regional auf den Asteroiden halt immer zu finden sind, die Sachen. Ist das Ding ausgebaut? Ja. Ja, also Dornblütensamen gibt es nicht. Dann ist die Frage, wie sieht es aus mit Magmatit? Ist das jetzt eine Arbeit hier? Dass die Geysir verteilen halt nicht komplett random ist, finde ich sehr doof. Ja, es ist halt... Ja... Irgendwo... Natürlich auch cool, wenn es so ein bisschen thematisch halt dann auch verteilt ist, ne? Aber wenn es dann wirklich nur immer auf diesen Asteroiden zu finden ist, weiß nicht. Was meint ihr denn? Ist das cool so oder nicht? Wir haben noch jede Menge Erde mitgebracht anscheinend hier. Oh ja. 80 Tonnen, deswegen dauert das auch so lange, bis das hier weggeräumt ist. So, haben wir den Sauerstoff voll? Keine Ahnung, hier wird auf jeden Fall die ganze Zeit Sauerstoff geliefert. So, hä? Was passiert hier? Haben wir das denn gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Wir sagen jetzt hier erstmal wieder Sauerstoff. Ich weiß es gar nicht mehr. Wo kam das her? So, wieder da. Wo warst du denn? Warst du weg? Warum? Gab es Futter? Auf dem Klo, ah. Gut zu wissen. okay. Du hast gefragt. Ja schon, das hörte sich so an, als wenn du länger weg warst. TMI. Ja, vielen Dank für diese Information. Hallo Odin, ich grüße dich. Ach ja, schön. Ja, sie war wirklich hilfreich. Auf jeden Fall. Ja. Okay, also hier warten wir jetzt gerade noch auf Magmatit, ansonsten wären wir eigentlich soweit, ne? Wie weit ist denn der Kraffel? Oh, wir haben doch hier so ein paar Sachen erforscht. Waschbecken. Ah, ein Artefakt aus vergangener Zivilisation wurde analysiert. Ein Waschbecken. Eine kleine, verkrustete Seifenspur auf diesem Waschbecken deutet darauf hin, dass es in einem Privatbadezimmer installiert wurde und nicht in einem öffentlichen, in dem ein Seifenspender verwendet worden wäre. Dieses Seifenstück ist hellblau und enthält einen synthetischen Blaubeerduft. Aha. So, was haben wir noch? Ein Mixer. Der Mixer. Spuren von essbaren Lebensmitteln in diesem Mixer deuten darauf hin, dass er wahrscheinlich zum Emulgieren der Zutaten eines Matsch...
Matschriegels verwendet wurde. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass er mindestens einmal für die Herstellung eines Erdnussbutter-Bananen-Smoothies verwendet wurde. Im gleichen Mixer? Aber Zauberwürfel. Eine gut genutzte, wettkampftaugliche Version des beliebten Zauberwürfels. Es ist erwähnenswert, dass Dr. Dylan Nails Winslow einst ein regionaler Zauberwürfelmeister war. Moment. Steht da gerade, Didi war ein regionaler Zauberwürfelmeister? Nie im Leben. Da ist er viel zu ungeschickt für und viel zu faul. Das kriegt er doch niemals hin. So, und Stethoskop. Größe und Form dieses Stethoskops lassen darauf schließen, dass es weder für einen Menschen noch für einen Duplikanten gedacht war, sondern für etwas, das in der Mitte zwischen diesen beiden Wesen liegt. Okay. So, hat mich direkt erinnert, auch mal zu geben. witzig, dass es, was es alles in diesem Spiel gibt, ich liebe es. Odi ist grandios. Lösen könnte ich den tatsächlich mal, aber haben einige Schritte nicht mehr im Kopf. Ja, klar, erzähl du mal. So, wir haben eine Oszillator auf. Die kriegt man da auch raus? Okay. Haben wir hier einen Oszillator? Nö. Haben wir auf Urania einen gehabt? Wo gab es die Dinger denn? Gab es die überhaupt irgendwo? Hä? Da! Auf Hinyen. Ah. Okay. Das ist ja toll, dass es auf Hinyen einen Neural-Oszillator gibt. Hier gibt es einen, glaube ich. Nee. Gibt es im ganzen DLC nur noch einen Neural-Oszillator? Schüttet. Plantes. Ich glaube, hier gibt es auch keinen. Gibt es jetzt wirklich nur noch einen Neural-Oszillator im ganzen Spiel? Irgendwie ein bisschen doof. Sieht auch nicht danach aus. Mora weiß ich nicht. Oder die nächsten drei weiß ich nicht. Phyltolin. Ja, Phyltolin gibt es noch einen. Apropos, habt ihr alle schon lieb eure neuen Kisten aufgemacht? Ich habe die pinke Halbmond-Tapete, die gelbe Schräge, das Vacation-Bett und gelbe zweifarbige Klamotten. Außerdem Puffballons. Es gibt doch nicht schon wieder neue, oder? Moment. Lass mich kurz schauen. Es gibt nicht nochmal neue. Aber was haltet ihr von der Musik? Ich glaube, es waren Puffs oder Glanztrikots. Hä? Also ich habe nichts Neues bekommen. Ich habe diesen furchtbaren Wallpaper. Blütendiagonale. Ganz fies. Also ich hätte ja auch am liebsten eigentlich
die Pip-Ballons bekommen. Die sind echt cool. Da, guckt sie euch an. Sind die nicht süß? Ich hab den doben Blauen. Den doben Blauen? Was, den doben Blauen? Wie kommt man da ran? Ganz einfach, du gehst ins Spiel rein, Grandma B, und dann hier auf den Vorratsschrank. Und dann auch Sendung prüfen, dann musst du deinen Account verlinken und so. Am besten, ich such's mal eben gerade raus. Am besten schaut man sich dazu einfach mein Video an, was ich mit Kerstin aufgenommen habe. Hier das nämlich zum Update. Da haben wir es direkt am Anfang erklärt, damit ihr euch das angucken könnt, weil die Fragen ja immer wieder kommen. Ich hab den Hedge-Ballon. Ich weiß nicht. Aber was sagt Diddy eigentlich zu seinem neuen Outfit? Sieht schon sportlich aus, der Diddy, ne? Obwohl er das eigentlich nicht ist. Wo ist Diddy? Da. Ja, lila Hose. Ich hatte keine andere, die da irgendwie zu passte, Diddy. Also, ich hätte dir auch gerne eine kurze Hose gegeben, aber Orange sieht halt noch komischer aus. Deswegen habe ich dir einfach lila gegeben. Hier, dort. Das passte irgendwie auch nicht. So, Schwarz hätte vielleicht noch so gepasst, aber... Ich fand lila schon ganz okay. Am liebsten hätte ich dir die grüne Hose in kurz gegeben. Das wäre richtig, richtig bunt. Ja, deswegen machen wir das nicht. Am liebsten hätte ich dir die grüne gegeben. Weiß ja nicht. Wir haben extra die lila ausgesucht, weil die zu deinen Strähnen passt. Das sieht mir so aus wie ein 80er-Jahre-Joker gerade. Und da fehlten auch die Socken in mit den grünen Streifen, die da hätten gefehlt. Übrigens finde ich das nicht so cool, was ihr da langsam momentan da für einen Sport rausmacht, mir die schrecklichsten Klamotten zu geben, die ihr finden könnt. Also, was Wölkchen da letztens losgelassen hat. Und Safti, das ist ja furchtbar. Wie kleide ich mich denn im Moment überhaupt ein so? Ich habe auch nicht so schöne Oberteile, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich bleibe bei dem. Da bleibe ich auch beim Standard. Oh Gott. Wir bleiben dabei. Oh je. Willst du meine Kreation sehen? Hört auf, mich anzuziehen wie so eine komische Barbie-Puppe. Sehr furchtbar. Guckt er immer so begeistert, aber eigentlich sehe ich da gar nichts. Eigentlich bin ich davon nicht so begeistert, obwohl ich so komisch gucke. Ich schwör's euch, ihr kriegt das alles zurück, ne? Kriegt das alle zurück. Ich werde euch alle pink machen, außer Jessie. Die mache ich einfach nur grau oder so. So ganz widerlich. Oder einfach nur türkis oder so. Das auf gar keinen Fall. Also wenn ich könnte, würde ich Jessie einfach schwarz. Ja, so. Das passt zu Jessie. Dann noch schwarze Handschuhe. Schwarz macht schlank. Ja, ich mache die einfach komplett schwarz. Conny im rosa Buchrad-Badeanzug. Also wenn es den geben würde, würde ich den, glaube ich, sogar anziehen. Weil ich hätte so gerne die Ballons gehabt von den Pips. Guckt sie euch an, die sind schon echt cool. So, der Puff sieht auch stark aus. Ja. Ich hätte sie gerne gehabt. Oder die Schupfelmäuse. Na gut, ich habe jetzt auch nicht die schlechtesten so mit denen gekriegt, ne? Habe ich die eigentlich mir zugeordnet? Und Diddy? Nein?
Keuchwurz. Nee, komm hier. Die kriegt ihr ja auch. So, und ich krieg die auch. Ich weiß gar nicht, wer alles überhaupt so Ballonkünstler ist. Ach so, ich habe die Pokis schon, okay. Aber... Also das coolste Bett ist ja wohl eindeutig das hier geworden, oder? Also ich finde das richtig, richtig gut. Das hätte ich schon gerne gehabt. Aber ich habe eine coole Lampe bekommen. Obwohl die hier... Nee, die hier am coolsten ist. Das ist die coolste Lampe von allen. Die finde ich richtig schön. Die Tapete ist wild. Aber ich glaube, das sieht cooler aus. Hier so schöne Matschriegel-Tapete. So viel rosa. Also bei den Mustertapeten können sie auch gerne noch mal ein bisschen mehr sich einfallen lassen. Fehlt mir im Moment so ein bisschen mehr. Das Vacation-Bett. Welches ist das? Ich weiß es nicht, Jesse. Das. Ja, das da hinten, ne? Danke für nichts. Das letzte wird der Strand liegen. Geht doch, danke. Jetzt wissen wir auch alle, was gemeint ist. Also manchmal, ne? Das Hüpfburgbett. Ja, das ist ja bei den komfortablen. Da habe ich ja... Können wir das eigentlich umändern? Nee. Bei den Betten habe ich ja das mit dem Schiffen bekommen. Sieht ja aus wie eine Babywiege mit so einem Gebamse. Habe ich auch gesagt, Pete. Mit so einem... Wie heißen die Dinger nochmal? Mit so einem Mobile, ne? Mobile? Heißt die Mobile? Ja, yeah, wo sind die Mutis? Jesse? Mobile, genau. Ja, sag ich doch. So, was sagt unsere Zucht? Ein Schupfenmausei. Sehr schön. Also, die kümmern sich. So, wie weit sind denn unsere Raketen? Jetzt alles da. Hier fehlten ja nur noch die Dornblütensamen, die wir nicht haben. Hier fehlte Magmatit noch. Und wir müssen es vor allen Dingen noch rausräumen hier. Echt noch viel Zeug hier. Ich glaube, wir machen mal eben Alarm drauf, damit das hier mal ein bisschen schneller weggeräumt wird. Und kann es sein, dass wir... Wir können hier gar nicht die ganze Menge Magmatit reinkriegen, oder? Ne. Machen wir 2300. Und dann machen wir noch 2700 nebenan. So, 2700 Kilo. Achso, ne, der ist ja schon fertig. So, essenstechnisch, was haben wir dabei? Bärenmatsch und Texalent. Das ist doch so okay. 35.000 Kalorien. Bärenmatsch und Texalent. Das hatten wir doch... Das war auch um den Dreh, das, was wir mitgenommen hatten, oder? Ich meine, das kann ja höchstens das Hexalent mehr geworden sein. Mal so das Hexalent da noch raus und fertig. Dann haben wir das doch auch schon. Und dann können wir eigentlich gleich losfliegen und gucken uns die grüne Hölle an. Oh je. Oh je, Mene. Ich habe wohl ein bisschen Angst vor. Also es war vom Schwierigkeitsgrad damals schlimmer als Kerstin von Inverellin wieder runterzuholen. Also die Rettungsaktion von Kerstin war nicht so schwer.
Test, was Test? Was ist denn los? Ne? In der grünen Hölle braucht es einen Duplikanten namens Tarzan. Das kann Didi übernehmen. Der ist ja da. Läuft es eigentlich bei euch? So, das Video? Also der Stream, weil ich habe mal auf 1080p gestellt. Und in meiner alten Bude war das ja immer problematisch. Und ich habe gedacht, das könnte ich bei Uni ja auch mal machen. Bei schnellen Bildern bin ich immer noch der Meinung, da ist 936p sinnvoller. Aber bei Uni sollte es ganz ordentlich ausschauen. Ich werde mir das selber nochmal angucken. Wenn ich qualitativ damit nicht zufrieden bin, werde ich das nochmal ändern. So, Kerstin hat einen guten Einwand gehabt. Kommen wir da hin? Also ich glaube, wir kamen auch generell überall hin, außer zu Phil Tulin. Die grüne Hölle. Ja, das ist nicht so weit entfernt, das geht. Da kommen wir. Was war das? So. Ach, komm schon. 2,7 Magmatit haben wir da drin. Yes. Da ist da Barbecue drin. Hä? Hä? Ja, hast recht, bei Valheim ist 936p sinnvoll. Bei Uni geht 1080p. Ja, ich gucke mir das noch selber an und dann werde ich das mal gucken. Bei schnellen Bildern, ich habe das heute leider wieder bei der kleinen Jülchen gesehen. Die hat nämlich trotz Partner halt 1080p gestreamt. Und da hat man es sofort gesehen, finde ich. Dass da halt die Bitrate, das ist halt furchtbar, dass man bei Twitch nicht mehr angehen kann. So, wir schmeißen jetzt alles raus, außer Bärenmatsch. Das gleiche machen wir jetzt hier. So, dann können die das mal eben hier reinballern und den Rest schmeißen wir jetzt raus. Also sie sollen ja hier auch nicht mehr Futter mehr mitnehmen, als sie sollen dürfen. Hä? Oh Mann, jetzt haben wir irgendwelche Pillen reingekippt. Ja, komm, ein paar Strahlungstabletten kann ich ja noch einsehen, aber ansonsten, nee. Wer war das, Didi? Hat Didi vorsichtshalber ein paar Pillen mit eingepackt? Für den Fall, dass er wieder Aua hat? So. Manuelle zulassen, ja. Nur beim Aufräumen, okay. Aber Partner können doch mehr streamen, oder nicht? Nee, soweit ich weiß nicht. Ich meine, die Partner sind auch in der Bitrate weiterhin genauso wie bei den Affiliates. Das Einzige, wo der Unterschied ist, Jesse, dass Partner durchgehend das Runterskalieren haben. Ja, dass sie den Codec bekommen. Aber soweit ich weiß, haben die auch keinen Zugriff auf höhere Bitraten. Schlickschar. Schon wieder keiner dabei. Was wusste er denn das mit dem Codieren? Haben sie nicht? Nee, meine nämlich auch. Und ich finde das immer ganz furchtbar dann, wenn dann wirklich so schnelle Videos. Also wirklich da, wo schnelle Bilder sind und so, dann sieht man es halt auch wirklich da auf 1080p, wenn es dann fehlt da einfach was bei der Bitrate. Man sieht es sofort. Also mir fällt das immer richtig krass sofort auf. Ich finde das richtig schäbig.
Also ich weiß nicht, ob es da auch bei den Partnern noch irgendwie Abstufungen gibt oder was, keine Ahnung. Aber das soll ja auf Dauer sowieso noch alles anders werden bei Twitch. Hoffen wir mal. Ich würde gerne auf einer höheren Bitrate streamen. Also da ist ja auch was, da ist ja auch was in Planung. Jetzt alles hier drin. Stark. Machen wir jetzt 7 Kilo. Und dann sollen sie die anderen da reinpacken. Hier machen wir 8 Kilo. Dann haben wir es. Dann sind wir fertig. Liegt an Twitch, die lassen nur HD zu. Ja, pf, mit HD bin ich zufrieden. Also mit Full HD. Problem ist einfach nur die fehlende Bitrate dahinter. Also ich würde auch kein 4K streamen, davon abgesehen. Ich würde auch nicht auf 2K streamen. Weil das Problem ist, ich habe auch keine 2K-Bildschirme, von daher. Ich glaube, Kerstin hatte welche bekommen, ne? Letztens. Kerstin hat 2K-Bildschirme, wenn ich das richtig verstanden hatte. Und sobald ich die. Und ich habe die Screenshots ja gekriegt und ich habe mich immer massiv gewundert, warum Kerstins Bilder so groß waren. Ich habe 4K-Monitore. Ja. Ich sehe da keinen Sinn drin. Ah, die ist doch 2K. Moment. Nein. Bei K ist die 2560 mal 1440. Und Full HD ist 1K. Das ist richtig. Oder? Ach, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es ja diese Zwischenauflösung mit 2560 mal 1440 Pixel. Wo ich auch zwischendurch auf YouTube hochlade, wobei das auch nicht so aufgenommen wurde, sondern das skaliere ich dann auf YouTube Type oder für YouTube einfach nur höher, um bei YouTube einen besseren Codec zu bekommen. Das würde ich mir noch gefallen lassen, aber 4K, es ist ja auch vor allen Dingen bei den Spielen, die ich dann spiele, jedes Mal deutlich mehr Performance, die das sieht, wenn ich es dann nicht runterstelle. Für mich hat das nicht so ewig viel Nutzen. Ich sowieso hier immer am Gucken bin. Gerade bei den aufwendigeren Spielen, dass ich irgendwie mit der Leistung und so noch klarkomme. Weil es ist hier gleichzeitig die Aufnahme, es ist auch noch der Stream an sich und das Spiel. Also von daher, ich würde aktuell mir nur einen größeren Bildschirm holen für wirklich zum Aufnehmen. So, wobei das halt performance-technisch nicht drin sitzt eigentlich. Das ist halt so das Thema. Ich müsste eigentlich hier meinen zweiten PC mal langsam zu sehen, dass ich den als Streaming-Rechner umbaue. Das würde viele Probleme erschlagen. So, ich glaube... Ich glaube, wir können los, oder? Liegt hier jetzt noch Stuff rum? Kommt das doch mal weg. So, Kita-Muffins sind eingepackt zusammen mit den Smarties. Die K ist aber auch... Ja, 3840, ja.
Selbst zocken ist viel in 4K ist bei mir bei neuen AAA-Titeln nicht drin. Ja, also ich brauch das auch nicht. Also bei der Bildschirmgröße lohnt das halt auch für mich nicht. Ich meine, das macht alles Sinn, wenn du irgendwie an einem großen PC, großen Fernseher hockst, ne? Irgendwie, was weiß ich, 50, 60, 70 Zoll. Da kann ich das Ganze ja noch irgendwo nachvollziehen, gerade mit der PlayStation oder so. Aber wenn ich an einem normalen PC-Monitor zocke, weiß nicht, ey. Sehe ich nicht. Tut mir leid. Ich bin sowieso jemand, der eher darauf aus ist, dann habe ich lieber ein flüssig laufenderes Spiel als eine höhere Auflösung. Und so sehe ich das halt auch bei Streams, ne? Wenn ich jetzt irgendwo mir einen Stream angucke, wo dann echt die Bildqualität so lala ist, weil man einfach die höhere Auflösung wählt, nee. Also dann habe ich lieber ein schönes Bild und dafür flüssig, als irgendwie bleh. Wenn es dann in jeder Bewegung halt schon richtig, richtig unscharf wird. Nee, meinten. Dann lieber ein bisschen weniger Auflösung, dafür alles schön flüssig, scharf, fertig. Das richtig geärgert hat mich das damals bei Horizon. Mit den YouTube-Aufnahmen Horizon Forbidden West. Das hat mich so aufgeregt, dass ich von YouTube einfach so massiv runtergestuft wurde, dass die Aufnahmen aussahen wie Scheiße. Hallo Eloan, ich grüße dich. So, habt ihr jetzt alles rausgeholt? Aber ich bin, was das angeht, bin ich auch nicht Standard. Dann bin ich ganz ehrlich, es gibt genug Leute, die sehen das, was ich da sehe, gar nicht. Und ja, ich habe da aber selbst immer, ziemlich hohe Ansprüche und deswegen suche ich dem auch selber immer gerecht zu werden. Spielst du Pharao wieder weiter? Sehr wahrscheinlich nicht, Eloan. Also die Resonanz an dem Tag und auch auf YouTube und so war jetzt nicht so ewig hoch und deswegen, es war auch nur eine Schnupperstunde. Wäre da jetzt viel bei rumgekommen, hätte viele Fans gehabt, wären viele Leute da gewesen oder hätten es noch im Nachhinein dann geguckt, dann ist das ein anderer Schnack. Aber ich denke mir immer, wenn ich es dann nur für 5 Leute streame, dann kann ich es halt auch einfach für mich selber alleine spielen. Oder ich zock's vielleicht dann eher im Discord. So, ich würde jetzt gerne nochmal unsere 4 Leutchen, das sind Mu, Heidi, Kraffel und Didi, würde ich nochmal gerne scrubbern. Mu, Heidi, Didi. Didi und Kraffel. Kommt mal ran hier, dann werdet ihr einmal durchgeschüttelt. Das ist eher ein Nischenspiel und außerdem noch sehr käferbehaftet, leider. Was? Achso, mit den Bugs meinst du ja. Ja, naja, alles gut. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, davon abgesehen. Ne? Also, ich habe auch noch nicht so ewig viele Bugs gefunden gehabt. Also, ich glaube, im Stream jetzt auch sogar gar keine. Wobei ich auch von vornherein so ein paar Einstellungen gemacht habe, wodurch es halt auch weniger sein sollten. Und vor allen Dingen habe ich ja auch nach dem ersten Hotfix gespielt. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich werde es für mich auf jeden Fall weiterspielen. Aber ja, wie gesagt, für ein paar Leute, die es dann auch wirklich gucken wollen, tut es mir sehr leid. Aber ja, wenn es dann nur so ein paar Leute interessiert, dann spiele ich es halt lieber einfach nur für mich. Dann können wir besser im Stream auch irgendwas machen, was dann vielleicht auch ein paar mehr Leute gerne schauen wollen. Was geht da kaputt? Warum? Oh. Und hier haben wir eine potenzielle Last von 626 Watt. Ah ja. So, so. Ja. Klasse.
Warum? Scheiße, ey. Kann ich das denn jetzt hier mal aufgeteilt? Eigentlich gar nicht. 1200? Was ist denn, wenn wir mit der Thema abtrennen? Wird da mit dran machen. Hilft das schon? Nö. Hä, wo zieht denn hier gerade so viel Strom weg? Vor allem so komische Werte da. Was ist denn das für Werte? 0,32 Watt? Wo kommt denn das weg? Hat jemand einen Plan, wo das wegkommen könnte? Die Kommazahlen? Bin verwirrt. Wie viel Plastik brauche ich nochmal für Antarktika? Das kann ich dir gerade tatsächlich nicht sagen. Weiß ich gerade nicht. Was ist das? Das hier für komische Zahlen. Kommt das? 2700 Watt? Okay, wir brauchen hier mal einen neuen Stromkreis. Geht ja gar nicht. Wahrscheinlich, weil wir das hier abziehen noch. Könnte damit zusammenhängen. Jetzt erst. Okay, wir schauen mal. Was ist das hier? Ach, da hängt ein Vakü dran. Dann basteln wir uns halt mal ein paar neue Stromkreise. Eine Tonne, glaube ich. Aber guck nochmal, ja. Ein Tonne. 5 Tonnen Stahl, 1 Tonne Plastik. Oh. Ja, dann. Oh Gott, kann mich mal einer markieren, bitte in dem Channel, dass ich die Punkte nochmal nachgucke. Ich komme da in den letzten Tagen immer drüber weg. Ich weiß gar nicht warum. Ich denke da irgendwie morgens noch dran und wenn ich dann von Arbeit wiederkomme, ist es aus dem Kopf raus. So, ich glaube, wir sind durch. Dann Besatzung, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal eben für die Damen und Herren die Fertigkeiten einstellen. Dann würde ich sagen, fliegen wir zur grünen Hölle. Vor allem kontrollieren wir jetzt gleich nochmal eben, ob auch alles da ist, was da sein soll und so weiter und so fort. So, die sollen noch mal rausgehen und sich neue Dingens holen. Ich habe nämlich vergessen, Anzüge mitzunehmen. Das wollen wir ja nicht vergessen, sonst haben wir eventuell gleich ein lästiges Problem. Ach nein, ihr Idioten, habt ihr jetzt wirklich... Oh. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Duplikanten sind so doof. Stopf bitte was in die Lagerwelt. Das ist doch nicht normal, ey.
Kleidung. Nein, Atemschutzanzüge. Wie viel brauche ich denn da? Ich glaube, einer waren. Ne, das waren, glaube ich, die Anzahl. Wir machen da mal 10 Stück, komm. Bringt mal was nach hier. Machst du die Ankündigung vor oder nach der Pause? Ich mach die nach der Pause, Jesse. Boomer verhungert. Das ist nicht so schlimm. Der macht sowieso wieder Mimimi. Der macht nur wieder Mimimi. Oder? Ja, der macht Mimimi. Gut, wir haben aber auch... Eventuell haben wir... kein Thrash mehr. Dürft ihr denn alles essen? So? Knorpelbeeren? Dürft ihr das essen? Das macht der Boomer doch nicht so Mimimi. Dornbeeren und Knorpelbeeren dürft ihr essen, aber es kommt wahrscheinlich hier nicht raus. Was haben wir denn noch liegen? Dornbeeren kommen wir erstmal hin. Noch sagen wir. Nein, stopp. So, wir sagen hier Dornbeeren und das lassen wir da raus. Und Ernährung schmeißen wir die Dornbeeren raus, dass es nur Knorpelbeeren zu essen gibt. Und unser Koch macht dann bitte Knorpelbeeren. Danke. So. Die sind doch nicht doof, die wissen nur nicht, wie man sich nicht umbringt. Ah, dann schaue ich ins VOD. Ich bin totenmüde. Gute Nacht, ihr Lieben. Jesse, danke, dass du da warst. Und dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Tschüssi. Die weiß ich schon, worum es geht. Warum liegt der Kraffel hier zum Schlafen? So, sind die Anzüge geliefert? Ja. Weiß nicht, ob die befüllt sind. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wir werden sehen. So, und dann können wir sagen, jetzt B-Satzung. Und dann werden die jetzt losgeschickt. Ernährung. Dann können wir bei denen schon mal einstellen. Mu. Ihr dürft jetzt Bärenmatsch futtern. Das ist der Bärenmatsch. Ja. Also, Mu darf Bärenmatsch essen. Oder auch schon. Heidi darf das. Affe. Nee. Ich hab falsch geguckt. Das Menü ist leider furchtbar. Also Mu, Heidi, Kraffel und wo ist Didi? Wo ist Didi? Da. So. Haben wir Duplikanten, die gerade am Verhungern sind? Also ernsthaft am Verhungern sind? Oder mehr so Fehlalarm? Ich glaube, das sieht mehr nach Fehlalarm aus. So, alles mindestens vierstellig. Okay. Das machen wir jetzt wieder an. So, hier machen wir das auch. Irgendein Grund ist da auch schon einer geliefert. So, und dann brauchen die noch die Fertigkeiten. Also, wer soll denn fliegen? Das macht einmal Kraffel.
So, und Heidi. Gravel und Heidi fliegen. So. Und dann würde ich sagen, anvisieren. Und auf geht's nach zur grünen Hölle. Die schon ausgewählt? Okay, dann muss ich die noch ändern. Fliegt! Fliegt, Duplikanten, fliegt! Die Kraffel ist schneller als Heidi. Jetzt ist da wieder alles abgefackelt, oder? Ne, sieht gut aus. So, tschüss ihr Lieben, bis gleich! Hallo Heidi, ich grüße dich. Hübsche grüne Wolke, ja auf jeden Fall. Aber warum die immer alles desinfizieren, weiß ich auch nicht. Das hat keinen Sinn. Feltolin ist irgendwas verschüttet, ja, schade. Wie sieht's aus auf Inverelin? Ist hier noch alles tutti? Ja. Wenn die Sachen jetzt hier mal abbrechen und dafür Kupfer nehmen. So. Vorausgesetzt, wir haben einen Duplikanten, der das kann. Da bin ich gerade nicht sicher. Ich glaube, Kerstin hat mir was gegeben. Kannst du das, Kerstin? Nehmen wir das von euch? Kerstin. Nein, Kerstin kannst du nicht. Dann haben wir noch Harry. Kannst auch nicht. Manfred. Manfred kann's. Ja, dann muss Manfred das mal bauen. So, ist denn für unsere Rückkehr alles soweit tutti? Ich meine, wir haben noch so ein paar Zyklen, aber Sauerstoff sieht gut aus. Es kommt gerade nicht so ewig viel an, oder? Nur doch, es geht. Warum geht denn das so schleppend? Ach so. Dann müssen wir den auch nochmal hochstellen. Sind doch keine Starkstromkabel. Ja, stimmt. Aber Oni hat hier wieder komische Anzeigen. Okay, ich habe Blödsinn gelabert. Tut mir leid. Warum auch immer ich dann hier diese tolle Anzeige habe. Weil wegen Oni-Features. Essen haben wir ja auch noch genug. Wie geht's euch hier? Genug zu essen. Genug zu essen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das hat den noch runtergekühlt, ja. Also das mit der Kühlschleife dadurch funktioniert echt gut. Generell bin ich mit dem Layout auch sehr zufrieden so. Also ist eigentlich alles drin, was man so braucht. Oder? Also ich finde das Layout eigentlich ganz gut so. Zwischendurch immer noch so ein bisschen Platz, um auch mal ein paar Sachen anzupassen. Wenn man so einen Tieraussetzer braucht oder hier mal so einen Lagerbehälter oder mal einen Ausgeber oder so. Immer noch so ein bisschen Platz, um da drin was anzupassen. Also ich bin mit dem Layout so echt zufrieden. Gut, das Leiterbett ist aus Blei. Aber ja, mein Gott. Didi hat ja nicht vor, noch irgendwie Kinder zu kriegen oder so. Mini-Duplikanten. Warum hat er eigentlich so einen schönen Anzug? Die alle so einen wunderschönen Anzug? Sieht so aus.
Aber den schönsten Anzug hat Dio an. Ich finde, das steht ihr auch sehr gut. Wo ist sie denn? Da! Sie hat den schönsten Anzug von allen. Die Latzhose, einfach beste. Oder hier den Overall. Hatte die sich den Anzug nicht bei irgendwem geliehen? Nee, bestimmt nicht. Wo ist sie hin? Da! Ah, oh, jetzt sieht man den nicht mal. Oh, die macht gerade ein Rennen mit Krillo. Und ich glaube, Dio gewinnt. Ja, Krillo hat aufgeholt. Alt war auch. Haben die beide Athletik 20? Oder warum war das jetzt 24? Hä? Plus Schutzanzugtraining, plus Nachhaltigkeitsschulung, plus Schutzanzugtraining. Minus Artenschutzanzug. Die waren auf jeden Fall beide ziemlich flott unterwegs. So, Knorpelbeeren sind in Mache. Ja, sehr gut. Und die Dornbeeren werden gerade auch ganz gut umgewandelt hier. Machen wir vielleicht mal nur auf 5 Kilo. Dass hier nicht zu viel rausgenommen wird. So, da hier kein Barbecue mehr gemacht wird, hoffe ich, dass wir auf Urania genug Essen machen. Ja, eingelegte Mahlzeit. Beste Essen der Welt. Also die kommen damit ganz gut klar. So, was sagt denn die Sternenkarte? 1,4 Zyklen brauchen wir noch. Okay. Ja, ihr Lieben, dann werden wir das jetzt mal eben nutzen und eine kleine Pause machen. 5 bis 10 Minuten. Dann sind die Raketen, ich lasse es einfach mal so weiterlaufen. Dann sind die Raketen hoffentlich gleich auch da. Und ja, dann gibt es auch gleich die Überraschung, die Enthüllung der Überraschung. So gegen 21 Uhr. Bis gleich. Achso, und ja, an meine lieben YouTube-Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, ne, liken nicht vergessen. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!